Bestandsaufnahme. Jetzt, wo Ihr Löschgruppenfahrzeug LF-16 zurück ist in Mittenwald. Nach 20 Jahren müssen es die Feuerwehrler natürlich aufpolieren und die Kabel etwa vom Blaulicht und Martinshorn reaktivieren. Man muss immer abzwicken, wenn man privat verkauft. Was jetzt, vielleicht bringt es noch hier. Und nachher schauen wir mal. Und schauen wir mal das Licht, oder? Ihr ausrangierter 16er stand 20 Jahre in einem Schuppen. Vor ein paar Monaten haben ihn die Erben seines Käufers entdeckt. Das ist etwas Besonderes, ein altes Auto. Das ist jetzt seit Baujahr 64. Und ja, durch Zufall haben uns die halt angeschrieben, weil auf der Tür das Wappen noch drauf ist. Jetzt haben sie das alte Löschfahrzeug aus der Nähe von Ulm zurückgeholt. Abblendlicht. Ich war frei. Und nachher noch das Fernlicht. Ihr Ziel, dass wieder alles funktioniert. Linke, links, rechts. Geht auch, passt. Gut. Lauf wieder. Ideal. Dann schauen wir mal, ob es Martinhorn geht. Ja. Nicht elektronisch wie heutzutage. Haut aui. Mit Pressluft ist das schon was anderes, ja. Klar, dass der 16er für die Mittenwalder einen besonderen Wert hat. 35 Jahre war er im Ort im Einsatz bei schweren Bränden und zig Übungen. Was im Laufe der Zeit alles passiert ist, ja. Der 10-Tonner gehört für sie zur Ortsgeschichte, zumal der Vorgänger des LF-16 ebenfalls noch in Mittenwald ist. Wünschte Heber, ah, funktioniert. Immer frei. Es ist halt nur die Verkleidung. Und den müssen wir halt runterschrauben, da mit ein paar Schrauben. Und nachher müssen wir schauen, wo wir so etwas herkriegen. Und nachher machen wir das wieder hier. Und dann schaut das natürlich wieder anders aus wie jetzt. Corona-bedingt basteln die Feuerwehrler derzeit abwechselnd an ihrem LF-16. Ganz sicher waren sie sich zunächst nicht, wie es mit dem Motor ausschaut, nach der langen Standzeit. Doch auch der läuft perfekt, nach einem kompletten Ölwechsel. Also keine Frage mehr. Der bleibt jetzt hier mitten, der bleibt da. Genau. Ja. Schauen wir mal, dass wir ihn ein bisschen bestücken erkennen. Oh, so Eyecatcher, wie man heutzutage so modern sagt. Er soll ein ganz besonderes Glanzstück sein, ausgestattet wie früher mit originalgetreuem Inventar, wenn sie hoffentlich bald wieder zu Feuerwehrfesten ausrücken mit ihrem LF-16.